Gut, die Woche vom Tisch. 002. Das Ende ist nahles. Der heißgehandelte Kanzlerkandidat, der nie außerordentlich in Erscheinung trat, stand im traurigen Mittelpunkt. Einige tönen, selber Schulz. Er kam aus Europa, wollte erst führen, später streiten, dann die ganze Welt regieren und hat am Ende gar nichts. Der Rosenmontagszug spottete: Das Ende ist nahles. Andrea Nahles bot sich gerne als neue Führerin, kassierte dafür aber viel demokratischen Gegenwind. Die Welt hörte, sah und sagte nichts und wandte sich den Olympischen Winterspielen zu. Eine Option, die Deutschland leider nicht hatte. Und so füllten Karneval und Politik gerne diese Lücke.